Hallo meine Lieben. Oh, ich bin heute total enthusiastisch, deswegen entschuldigt, wenn ich eventuell ein bisschen hibbelig heute wirke. Aber ich zeige euch heute, wie ich dieses Bienchen gemacht habe. Es ist eine Biene mit Buttercreme-Füllung, wieder ganz normal drinne und Fondantüberzug. Die Fühler, die ihr da jetzt so schön sehen könnt, die sind aus Schokolade. Und ich zeige euch auf jeden Fall, wie man die Fühler macht, wie man die Flügel macht, wie man alles, alles, alles macht. Aber zuerst müssen wir anfangen, die Biene sozusagen in Form zu schneiden. Und dafür braucht ihr einfach nur, backt ihr euch eure runden Böden ganz normal. Ein Rührkuchen würde da auch total gut funktionieren. Und dann schneidet ihr das, oder versucht ihr den Boden einigermaßen gleichmäßig in so eine Art Ei zu schneiden. Wer eventuell so eine große Ostereierform hat, der kann die auch benutzen. Ist dann nämlich viel, viel einfacher. Und was ihr dann halt auch braucht, was ihr da jetzt links bei mir seht, das ist, dass ich meine Buttercreme schon anschlage, weil wir damit nachher halt die Torte füllen. So, das heißt, genau, da seht ihr jetzt, wie ich das fülle. Und zwar versuche ich das Ganze so zu füllen, dass ich das nach und nach durch die Böden in so eine Kuppelform kriege. Das heißt, in der Mitte kommt immer die meiste Füllung hin. Das heißt, die meiste Buttercreme. Davor bestreiche ich meine Böden wie immer mit ein bisschen Erdbeermarmelade, weil ich die Geschmackskombination sehr gerne mag. Aber mein Hauptaugenmerk, worauf ich euch eigentlich aufmerksam machen wollte, ist, dass ihr versucht, das wie so eine Kuppel zu füllen und einzustreichen. Wenn das nicht so genau ist und wenn das noch nicht so gleichmäßig ist, ist das nicht schlimm. Das braucht ein bisschen Übung. Wer, wie gesagt, so eine Eierbackform hat, die schon so rund ist, der ist da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil das dann auf jeden Fall gleichmäßig wird und das ist viel einfacher dann zu füllen. Aber wie ihr da sehen könnt, funktioniert das so auch. Aber es braucht halt ein bisschen Zeit auch, um das einigermaßen gleichmäßig hinzubekommen. Achso, wer das Buttercreme-Rezept haben möchte, das steht auf meinem Blog. Den verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Außerdem verlinke ich euch auch auf meinem Blog gibt es auch einen Link für den Rührkuchen, den ich eben erwähnt habe. Da könnt ihr dann auch mal schauen. Okay, weiter geht's. Jetzt zu den Antennen. Und zwar braucht ihr einfach nur ein bisschen geschmolzene Schokolade, Vollmilch oder Zartbitter. Wer möchte, kann auch weiße nehmen, aber ich denke, dunklere funktioniert da am besten. Dann füllt ihr euch das in so ein Spritztütchen oder in einen Gefrierbeutel und dann spritzt ihr einfach wie sozusagen ein, ich glaube, das ist andersrum, wie ein P oder ein B. Das heißt, ihr macht oben, da seht ihr es nochmal, oben einen großen Klecks und dann zieht ihr so einen langen, breiten Strich runter. Okay, das dazu. Dann tut ihr das bitte in den Kühlschrank, weil das halt kalt und fest werden muss. Und das lasst ihr dann auch so lange da, bis ihr die benutzt. So, der nächste Schritt bei mir war, dass ich meine Flügelchen schon mal bereit gemacht habe. Und zwar habe ich dafür orange gefärbten Fondant genommen, also eine etwas andere Farbe als die Biene selber. Wer möchte, kann dann natürlich auch schwarze Flügelchen nehmen oder eventuell auch blaue. Das ist da euch überlassen. Ich habe jetzt einfach orange genommen. Ja, ihr rollt den Fondant ganz normal aus. Und dann müsst ihr so eine Art Ei auch wieder da reinschneiden. Also so ein Oval. Und ja, da könnt ihr ja halt einigermaßen sehen. Ich habe da keine Schablone für genommen. Es ist einfach aus der Hand raus, weil es ist ja nicht so schlimm, wenn das ungleichmäßig wird. Im Endeffekt sieht man das auch nicht so. Ach so, mein Fondant habe ich von tolletorten.com. Wer eventuell da Fragen zu hat, schreibt mir das in die Kommentare und ich antworte euch dann darauf. Aber meistens habe ich mein Fondant von tolletorten.com. So. Was ich dann noch mache mit so einem Messertool, ist einfach, dass ich mir so eine Art Streifen da reinziehe, damit die Flügel einfach ein bisschen mehr Dimension haben und nicht einfach so platt auf der Biene drauf liegen. Was auch ganz schön wäre, wäre, wenn ihr die Flügelchen einen Tag vorher macht und die schon trocknen und die dann platt sozusagen trocknen und ihr die dann auf der Biene nachher anbringt, dann stehen die so richtig schön ab und dann habt ihr halt noch mehr Dimension da drin. Aber das muss nicht sein. Okay, jetzt zum Einschlagen von der Torte selber. Ich habe da ganz normal einen gelben Fondant für genommen. Der war schon fertig eingefärbt, auch von Tolle Torten. Verlinke ich euch auch ganz normal wieder unten. Und das Einschlagen ist bei dieser Form mega easy, weil ihr keine scharfen Kanten oder irgendwas habt. Und ja, ich glaube, da muss ich euch nicht so viel zu sagen. Wer Fragen zum Einschlagen hat, ich verlinke euch auch mal mein Video unten in der Infobox. Okay, der nächste Schritt war, dass ich mir circa ein Drittel der Torte mit meinem Marzipanmesser sozusagen abmarkiert habe. Dieses vordere Stück wird dann halt der Kopf sozusagen von den Bienchen.
Und versucht dann halt immer so ein Drittel von dem Ei als Kopf zu halten. Ihr könnt dann natürlich auch mehr oder weniger nehmen, aber ich finde, die Proportionen kommen so ganz gut raus. So, dann braucht ihr ein rundes, so ein Balltool. Und damit arbeitet ihr die Äuglein aus. Ihr braucht natürlich zwei offensichtlich. Und dann braucht ihr nochmal ein Messer. Und damit versucht ihr euch einigermaßen zu markieren, wo ihr die Streifen von der Biene haben wollt. Das heißt, ihr braucht insgesamt, Moment, 1, 2, 3, 4 Markierungen. Weil ihr halt zwei schwarze Streifen macht. Wer mehr möchte, kann natürlich auch mehr schwarze Streifen machen. Ich fand, das hat so eigentlich ganz gut hingehauen. Und ich habe mir halt ungefähr markiert, wo die schwarzen Streifen hinkommen und wo die gelben Streifen hinkommen, weil das so sozusagen einfacher für mich war, die Proportionen auch schön gleichmäßig hinzubekommen. Und ja, diese Eindrücke, die ich mit dem Messer gemacht habe, die sieht man nachher eh nicht richtig. Also macht euch da keine Sorgen, wenn die eventuell auch ein bisschen verwackelt sind. Okay, dann habe ich mit meinem Geodreieck ungefähr den Abstand gemessen, wie breit diese Markierungen jeweils sind. Und habe dann meinen schwarzen Marzipan, das war jetzt schwarzer Marzipan, weil ich schwarzen Marzipan gerade zur Hand hatte. Das war sehr viel Marzipan, pardon. Ja, habe mir das dann halt zurechtgeschnitten, habe mir das einmal aufgelegt, um zu gucken, ob das einigermaßen hinhaut. Und dann habe ich das mit dem zweiten Streifen auch noch gemacht. Und ja, zügig, Frau Schmitz. So. Das heißt, beide Streifen werden dann zurechtgeschnitten. Und was ich dann gemacht habe, ist, wie ich das eigentlich jedes Mal mache bis jetzt in den Videos, ich habe mir ein bisschen einfach Wasser genommen und habe damit die Areale dann ein bisschen abgepinselt, angestrichen, damit ich den vorne festkleben kann und der auch schön haften bleibt. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt da auch Lebensmittelkleber benutzen. Sowas habe ich fast nie da, deswegen benutze ich einfach ganz normales Wasser. Es funktioniert immer und es ist auch immer bis jetzt gut gegangen, also macht euch da keine Sorgen. Dann wird sich noch ein bisschen von dem schwarzen Marzipan nochmal geschnappt. Dann werden da zwei Kugeln rausgerollt und die gebt ihr dann in eure Augenhöhlen. Auchhöhlen, das klingt furchtbar, aber ihr wisst ja, was ich meine. Die gebt ihr dann da rein. Und dann müsst ihr das Gleiche auch nochmal mit ja, ein bisschen anfeuchten, damit das eventuell besser klebt. Das Gleiche macht ihr dann auch noch mit weißem, ganz normalen Fondant, um sozusagen die Pupillen, beziehungsweise, das klingt jetzt doof, aber halt, um nochmal das Highlight von dem Auge zu setzen, damit es halt nochmal mehr Dimension hat, weil das sonst halt ein bisschen flach aussieht und ist halt nicht so hübsch. Und dann ist das Gesicht sozusagen schon fertig. Nächster Schritt war, dass ich mir zwei Löcher vorne sozusagen nicht gebohrt habe, aber halt geschnitten habe ungefähr, damit ich die Schokoladenfüller da reinsetze. Wenn ihr euch die Schokoladenfüller halt so aufspritzt, achtet darauf, dass sie nicht zu dünn sind, weil die dadurch leider schnell brechen können. Also tragt ruhig ein bisschen großzügiger die Schokolade auf. Ja, das dazu. Dann habe ich meine Flügelchen genommen und angeklebt. Die Position, die ich da jetzt so habe, die hat mir im Endeffekt nicht ganz so gut gefallen, aber das seht ihr jetzt gleich auch nochmal. Ich habe die da nochmal ein bisschen umgeschoben und umgedrückt. Und hier halt nochmal dieses, wenn ihr eure Flügel einen Tag vorher herstellt sozusagen und die schön hart sind, also knusprig sind, dann stehen die halt richtig schön ab und dann habt ihr ein bisschen mehr Dimension in eurer Biene. Aber so sieht das natürlich auch mega süß aus und es funktioniert natürlich auch super. Und dann war die Torte fertig. Super schön für Kindergeburtstage, finde ich. Mega, mega süß. Und auch im Endeffekt recht einfach zu machen. Sind halt ein paar Schritte erforderlich, aber die sind ja mega einfach, wie ihr auch gesehen habt. Wer Fragen oder Videowünsche haben sollte, schreibt mir die bitte unten in den Kommentaren da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Da freue ich mich immer drüber. Ja, wer andere Videos von mir sehen möchte, die eventuell auch Richtung Kindergeburtstag gehen, da habe ich einmal den Turtles-Kuchen. Einfach auf das Bild draufklicken, dann öffnet sich das Video. Oder die Rennfahrertorte, die ist ein bisschen aufwendiger, aber die war trotzdem mega schön. Ja, ich glaube, dann habe ich soweit. Wie gesagt, wer Fragen hat, lasst mir die unten in den Kommentaren da. Abonniere nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!